just what I'm made of. Was geht's hier, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 3 hier bei Crush Fortific 89. Es geht weiter mit dem letzten Level der siebten Welt. Jetzt wollte ich schon sechste Welt sagen. Ja, der siebten Welt mit einem einzigen Leben. Schaffen wir es trotzdem, First Try, das letzte große Luftschiff und damit auch den letzten großen Koopaling zu besiegen? Bleibt dran. Wir werden es jetzt sehen. In was wurde denn dieser König verwandelt? In Yoshi. Ja, der König wurde in Yoshi verwandelt. Weiß nicht, ob das beim NES-Titel auch war. Ich glaube nicht, weil Yoshi kam ja erst in Super Mario World vor. War aber auch für die ersten Super Mario Games angeblich geplant. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, Yoshi war für die allerersten Super Mario Games schon geplant, aber er hat keinen Platz gefunden, irgendwie komischerweise. Naja, aber wenn Nintendo meint, ich glaube, Yoshi hätte garantiert auch Platz in diesem Spiel gefunden. So, ah, das will ich doch haben. Schnell, hol es dir. Ja, ein Tanuki wäre mir an der Stelle vielleicht ein bisschen lieber, aber warum auch nicht? Eine Feuerblume tut's. Oh Gott, boah, wie ich da noch am Rande stehe. Also hier ist es schon ein bisschen kniffliger. An der Stelle. So, und Tapsa. Ja, diese ganzen Scrolling-Level machen einen wirklich kirre. Auch wieder die Rocky. Rocky-Schraubenschlüssel. Keine Ahnung, warum man da. Oh oh. Okay, das war ziemlich eng, muss ich sagen. So. Ich glaube, der Schraubenschlüssel hätte man nötig gehabt, um da auch von oben her weiterzugehen, aber ansonsten hätte ich mich halt auch hier durchzwängen lassen sollen, durch den Scrolling-Level. So. Aber was ist mit euch, Rockies? Es tauchen ja immer wieder neue auf, das ist echt krank. Die haben hier wohl ein Nest von lauter Rocky-Schraubenschlüssel. Ein Nest von denen. Die sich immer, wo sie sich immer wieder neue entwickeln. Was heißt entwickeln? Fortpflanzen. Jawohl. Wie denn bitteschön so schnell? Ich habe halt wieder ein. Ich gebe halt wieder einen Dümpfiff von mir, ich weiß. Die respawnen einfach nur sehr schnell, das ist alles. So. Der letzte Koopaling. Ich glaube, wir hatten noch nicht Ludwig von Koopa, weil der ist ja meistens immer der Letzte. Ist er das jetzt vielleicht? Ja, das ist Ludwig. Nur hier hat er komischerweise weiße Haare. Bevor er dann seine... Alter! Ah, hier ständig so stampft, dass ich gar nicht... Oh, verdammt. Pass auf. Yes! Boah, der hat's mir schon wieder verdorben. Der hat den Game Over erzeugt. Aber wir haben's geschafft. Sehr schön. Wir haben das letzte Königreich gerettet. Alle Zauberstäbe sind nun wieder in den Besitzen ihrer Könige und alle Koopalinge sind down. Das haben sie verdient. Das sieht doch aus wie ein Wikinger. Die Krone sah auch wirklich anders aus, die was Yoshi trug. Naja. Okay, ein weiterer Brief von der Prinzessin. Wollen wir es abfeiern? Oh oh. Jawohl, ich habe die Prinzessin gehabt, der Interpret umgelaufen bist, siehst du bei der Festung. Hast du den Bobbesitz zu retten? Krieg der Koopas. Es ist doch wohl nicht zu fassen. Bowser hat Peach schon wieder entführt. Das bedeutet, wir müssen nun zu Bowsers Festung vordringen. Alles klar, dann versuchen wir das mal. Die achte Welt. Die besteht auch aus einigen Scrolling-Abschnitten mit ähnlichen ablaufenden Stellen wie schon beim Luftschiff. Nur dieses Mal ist es hier so mehr ein Level, wo man laufend Panzern begegnet. Na, ein Luftschiff ist, glaube ich, auch dabei, aber die Koopalinge sind ja dieses Mal nicht die Bosse, diese... Oh Gott. Ja, wieder ein weiteres Game Over. Dieser Rocky! Warum muss der seinen Schraubenschlüssel unbedingt so hoch werfen? Genau, da ist ja nämlich auch noch ein Luftschiff. Aber dieses Mal erwartet uns nur Bum Bum als Boss jedes Mal. Also der
Also die schicken jetzt einfach nur noch zum Abschluss im Laufen Bum-Bums, statt die Cooperlinge noch einmal. Ja, warum auch? Warum auch schon wieder die Cooperlinge? Das wäre doch etwas zu viel des Guten. Wow. Alter, hier muss man aufpassen. Hier kann ich mir kein Treffer mehr erlauben. Warum eigentlich hätte ich... Warum bin ich da eigentlich so blöd gesprungen? Ich hätte da einfach auch so auf den Boden gehen können. What the hell? Ey! Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich den Bob umgetragen habe. Achso, man kann ja nicht das... Ich wollte jetzt ein Item auswählen. Toll, ey. Ist doch echt nicht euer Ernst. Oh, Mann. Bob-Oms überall. Und allerlei laufend andere Gegner. Ja, der Rocky, der wirft seinen Schraubenschlüssel immer nach... Oh, so weit nach oben. Wow. Und hier auf einmal niedrig. Der auch... Man weiß nie, wie die ihre Schraubenschlüssel genau werfen. Ja, kommt schon der nächste raus. Ne, diesmal respawnen sie nicht. Wow. Nein! In der Sekunde, in der ich auf ihn drauf gelandet bin, muss er einen scheiß Schraubenschlüssel werfen. Alter. Soll ich wirklich einen Anzug mir wieder nehmen? Ja. Ich will halt wenigstens einen Treffer wenigstens einstecken können. Ich glaube, mit einem normalen Mario ist es hier viel zu schwierig durchzukommen. Ich weiß auch nicht, ich hab auch nicht mehr genau das letzte Schloss in Erinnerung, wie man dann, wenn man dann zu Bowser vordringen, wenn man dann versucht, zu Bowser vorzudringen. Aber ich kann auch versichern, dass es nicht einfach wird. Ich meine, der Bosskampf gegen Bowser habe ich in Erinnerung, habe ich eigentlich nicht als so schwer zur Erinnerung. Aber ich will natürlich jetzt nicht... Oh, also wenn der besiegt ist, dann bleibt er tot? Okay, lol. Okay, also hier gibt es kein Nest von Rocky-Schraubenschlüsseln. Die bleiben anscheinend tot, wenn sie da erstmal besiegt werden. Umso besser. Also dieses Mal aber... Geht das nicht schief? Oh. Ah! Item! Jawohl. Ich habe eh schon wieder zwei ganze Treffer einstecken müssen. Das ist irgendwie nicht schön. So. Aufpassen. Wow, das ist eine ganz große Kanone gewesen. Ah! Hier kann allerlei passieren. Ich habe immer wieder Schwein, dass ich da die Kanone irgendwie abwehren kann. So, wir haben das Ende erreicht. Da ist er. Bum, bum. Ach nein, das ist ein Hammerbruder. Bumerangbruder. Ich habe total vergessen, dass man hier nur gegen Bumerangbrüder so antritt. Bum-Bum muss wohl woanders sein. Vielleicht in den Luftschiff da drüben. Ja, natürlich speichern. Gut, dann besiegen wir den mal schnell. Ja, ah nein, das ist dieses Mal ein ganzes Kampfschiff auf einen, ja, auf einem braunen Meer? Fragezeichen? Wow. Geh weg. Diesmal werden die wieder gerespawnt, die ganzen Rockies. Ah, ja, nee, ist klar. Weg. Weg. Okay, dann nicht. Oh, diesmal nicht ins Wasser fallen. Das sind alles Kriegsschiffe. Ich dachte zuerst, dass wir jetzt hier wieder ein Luftschiff bestellen würden, aber ja. Na, es muss auch mal sein, dass zum Beispiel auch Panzer geschickt werden oder Kriegsschiffe und nicht bloß Luftschiffe. Auch Kriegsschiffe müssen mal zur Abwechslung sein. Wow. Der schießt auch wirklich schnell, der mit die große Kanonenkugel. Da muss man aufpassen. Alter! Jetzt wollte ich wieder springen! Irgendwie reagiert er manchmal auf den Sprung. Irgendwie reagiert manchmal der Sprungknopf nicht rechtzeitig. Ah. Muss halt besser reagieren. Ich hab's kapiert. So. Ah, diesmal ist es Bum-Bum. Okay, dann komm mal her. Bams. So, und zack. Und weg. Schön. Dann hört man den Level auch schon mal durch. An sich sind sie ja alle nicht wirklich so schwer, aber sie sind auch nicht so unbedingt einfach. So, jetzt kommen wir hier weiter, weil diese Röhre hat auch in eine Sackgasse geführt.
Diese Achterwelt besteht aus wirklich laufend Hindernissen und Fallen. Oh oh, die Prinzessin. Keine Angst, Prinzessin, wir sind bald unterwegs. So, hier kommen wir zu einem Feld, wo wir leider Gottes per Zufall hoffen müssen, ob wir da durchkommen oder nicht. Wow. Feuerbrüder. Und Hammerbrüder, hier kommen alle Brüder zusammen. Wir sind alle Brüder. Jetzt lass ich dich töten. Danke. Was wollte ich jetzt dazu noch sagen? Bei diesen Feldern hier zum Beispiel, da musste man auf Glück hoffen, um hier durch, muss man auf Glück hoffen, dass man nicht von der Hand erwischt wird. Weil sonst, wird man garantiert in ein Kampffeld gezogen. Das habe ich geschafft. Oh je, leider nicht durchgekommen. Gut. Der nächste Kampfbereich. Diesmal, oh nein, fliegende Jeep-Jeeps, nein. Die aus der Lava emporkommen? What the fuck? Ja, und auch noch das mittlere Feld natürlich. Aber wenn man diese Fälle durch hat, dann kommt, glaube ich, keins im Bereich mehr. Oh Mann. Oh! Also irgendwie sind bei mir die Sprünge ein bisschen unpräzise. Kommt mir das nur so vor. Diesmal ist es ein Lavafeld mit laufend Feuerbällen? Wow. Ja, das ist aber der einfachste Bereich hier. Wird der extremst einfachste. Dafür gibt es einen Tanuki. Ja, gut. Kann ich mich darüber beklagen. Dann nehme ich mir doch gleich auch eins der Tanukis. Okay. Ich werde also doch wieder zum Feld gezwungen. Also zum Spiel hier. So, dieses Mal aber geht das nicht schief. Und schon... Gerade wenn ich das sage, dann werde ich auch schon von einem Jeep-Jeep wieder getroffen. Kranke Kacke, ich hasse Jeep-Jeep-Level. Ah. Ja, nee, ist klar. Ja, sammeln wir mal das Item. Mann. Ah, wenigstens komme ich doch noch weiter, aber trotzdem, es kommt ein Luftschiffbereich. Und der scrollt wirklich schnell. Dieses Mal aber nicht gegen, erneut gegen keinen Koopaling, sondern wahrscheinlich wieder gegen Bum Bum. Oder gegen einen Bumerang oder Hammerbruder oder was auch immer. Irgendein Bruder auf jeden Fall. Er muss dann gerade werfen, wenn ich auf ihn drauf springe! Ich hasse das! Wahrscheinlich sind dann erst die Felder auch wieder zurückgesetzt. Nein, diesmal zum Glück nicht. Oh Mann. Ja, diesmal gehe ich aufs Ganze. Und ich gehe einfach selber freiwillig da rein. Damit ich diese Felder hinter mir bringe. So, da fliege ich einfach mal ein bisschen durch dazwischen. Nein, trotzdem erwischen die mich noch. Boah, diese Jeep-Jeeps, ey. Verschwindet. Ja, ihr habt wohl echt zu viel Red Bull und Kaffee getrunken, oder was? Nein! Jetzt drücke ich gerade in dem Moment mit dem Sprungknopf, in dem ein... dieser verdammten Bastard, der unter mir vorbeikommt und dann... dann zählt der Sprung nicht. Ihr habt ja gesehen, was da abging. Ah, ich hasse sie. Ich hasse diese Jeep-Jeeps in diesem Level. Mann! Verdammten Drecksviecher! Hört mich mal! Ah! Ah! Nein! Na, was sollte ich denn jetzt machen? Boah! Warum macht mich denn dieser Scheiß-Level hier fertig? Ist auch klar, es ist ein Cheap-Cheap-Level. Die machen einen fertig. Bitte jetzt, lass mich endlich diesen Scheiß-Level hier durch. Ah! Ich will endlich diesen Scheiß hier fertig haben. Mann, lass mich doch mal in Ruhe, blöden behinderten Viecher. Die kommen von allen Seiten, dass sie mich immer erwischen. Red Bull und Kaffee ist keine gesunde Mischung.
Oh mein Gott! Ah, endlich! Oh mein Gott. Das wäre eh so ein kurzer Abschnitt. Das wäre geschafft. Oh mein Gott. So. Jetzt nochmal das Luftschiff. Und dann glaube ich dürfte es, dann glaube ich war es das. Dann gibt es nur noch die Finale, das große Finale. Das steht dann alleine noch vor uns. Also das steht uns dann noch bevor. So. Bäm. Ah ja, genau dieselbe Situation wie vorhin. Genau das wieder. Nein, diesmal nicht. Was, da springt er schon wieder nicht? Was ist denn los? Ich drücke den Sprungknopf und der springt nicht, der rennt einfach weiter, diese Volldepp. Toll, das nächste Game Over steht uns wieder bevor. Alter! So geht das. Mein Fresse, was war denn jetzt daran so schwer? Oh mein Gott. Nein, nein, nein! Oh, jetzt hat er mich wieder durcheinander gebracht! Warum muss er jetzt ausgerechnet dann auftauchen? Scheiße! Diese kranke Kacke! Tanuki! Ist mir egal, weil mir reicht das langsam. Es werden wirklich jetzt bestimmt... Ich wette wirklich, dass bei diesen Videos jetzt lauter laufend Daumen runterkommen und... Weil ja wahrscheinlich nur bei solchen Videos, wo ich besonders stark fehle oder wo ich besonders stark rage, immer mal sind Daumen runterkommen und Hater auftauchen vom Feinsten, denen es nicht gefällt, denen nur meine Skills gefallen, meine nur seltenen Skill-Momente. Aber fehlen könnte man zum Let's Play dazu. Oh, da gibt es wirklich so manche, die das nicht kapieren wollen. Ist schon wieder! Warum zählt das als Treffer? Ich habe ihn vorher mit dem Schwanz geowned, also darf er mich auch nicht treffen. Was ist denn daran so schwer? Warum ist das so ein bescheuerter Bug jedes Mal? Den habe ich... Oh! Den... Habe ich schon viel zu oft in diesen Let's Play erleben dürfen. Das ist echt nicht euer Ernst. So. Ich hoffe, das war jetzt der letzte... Level hier, bevor wir dann endlich zum Finale schreiten können. Nein, Moment. Da glaube ich, gibt's ja noch was. Wenn ich mich nicht täusche. Irgendwas gab's da noch. Vorher. Genau, Dunkelheit. Und jetzt kommen die wahren letzten Levels. Da kommen nämlich noch ein, zwei Levels dazu. Oh Gott. Zuerst ein finsterer Wald. Heute bleibt die Kirche kalt. Die Küche kalt. Wir gehen in einen finsteren Wald. Ja, ja. Ich weiß, wieder ein weiterer Spruch von einem gewissen Let's Player. Mein Gott. Also noch dümmer kann es ja nicht laufen. Oh Gott. Die übertreiben sie wieder mit den ganzen Kugelwillis. Oh, das nehme ich doch gerne. Danke. So. Scheiß Controller, reagiere doch mal, wenn ich den Sprungknopf drücke! Blödes... Oh. Jetzt regen mich diese Level schon wieder auf, weil ich da einfach die Steuerung nicht reagieren möchte. Nee. Zieh dich schön auf die Steuerung, bla 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 bla. Natürlich tue ich das, weil es auch so ist, verdammt. Wenn das nicht passt, dann... Oh. Ist nicht mein Problem. Verdammt nochmal, dass es wieder nicht klappen möchte. Die billigsten Fails überhaupt, die kann ich mir alle echt erlauben. Das ist doch echt nicht euer Ernst. Verdammte Kacke, warum klappt denn das nicht? Oh, ich dachte schon, ich verliere das Item schon wieder. Weil gerade die Flamme wieder im Anflug war. So richtig im mit... Ich bin gleich da. Gleich habe ich dich. Ja, ernsthaft. So kam es mir vor.
So. Diesmal bin ich etwas vorsichtiger. Und das wird zum Glück nicht bestraft. So. Ah, ich dachte schon, das wäre das Ende. Normalerweise sind die Levels immer so kurz. Fuck. Oh Gott, nein, nicht noch mehr von denen. Ja, alles gleichzeitig bringt mir nichts. Ja, Moment, vielleicht hätte ich doch darauf springen können? Fragezeichen, ich weiß es nicht. Gott. Mann, ich hasse solche Levels. Das ist erst der erste, da gibt's noch ein paar von denen. Aber wer weiß, ob die anderen nicht vielleicht etwas einfacher sind, einfacher wären oder ich einfach nur generell in solchen Levels nicht, mich nicht identifizieren kann. Spring ja nur weg, du blöder Stern. Dann reiß ich dir alle Haxen aus. Oh Mann. Hey, ich versuche mit dem Schwanz zu ohnen und ich kann einfach nicht treffen, lol. Verdammt, warum taucht da immer ein Kugelwille auf, wenn ich gerade springen möchte? Und schon wieder. Das war dumm, das war blöd. Ah, fuck! Alter! Was tut ihr mir da nur an? Was muss ich denn da für eine kranke Scheiße durchstehen? Ja, toll. Das war jetzt auch wieder ein Timing-Fehler vom Feinsten. Prima, jetzt muss ich ohne Item... Habe ich diesen Level endlich mal hier durch, verdammt. Ja. Ich kann bald nicht mehr. Ich habe bald die Schnauze voll. Das sind mir endlich zu viel schwierige Levels. Verdammte Scheiße nochmal. Sie wollten, werde ich garantiert nie verwenden. Den Teufel würde ich tun, dass ich diese scheiß Wolken hier verwenden würde und den Level überspringen. Niemals, so weit würde ich niemals gehen. Darauf könnt ihr euch verlassen, Leute. So einer bin ich nicht, der einfach da so cheatet mit diesen scheiß Wolken. Das bringt mir ohnehin nichts. Ich möchte schon euch alle Levels komplett zeigen können. Auch wenn es mich umbringt. Oh, ja, na toll. Aber da gibt's eh wieder einen Tanuki. Aber dieser scheiß Buhu ist gerade da. Kann ich den mit dem Panzer ownen? Ja, das kann ich jetzt. Das werde ich wohl hier herausfinden können. Gib mir den Tanuki und lasst mich in Ruhe, verdammt doch mal! Oh Mann. Ja, Mann! Wenn der beide jetzt gleichzeitig fallen, was kann ich denn dagegen tun? Leckt mich! Was ist das für eine kranke Scheiße? Das ist ja wieder ein perfektes Timing. So, jetzt endlich. Ja, da muss ich leider warten. Ich bin ja immer so hektisch. Da muss man warten, bis das er seine Scheißbälle geschossen hat. So, bitte. Wieso duckst du dich nicht? Ich hab rund nach unten gedrückt. Hat das scheiß Steuerkreuz nicht reagiert. Verdammt nochmal, verschwindet, lasst mich in Ruhe. Ich kann nicht mehr, dieser scheiß Level! Ich krieg einen Hals! Was soll das? Das ist doch nicht zu fassen. Normalerweise soll Super Mario Bros. 3 ein einfaches Spiel sein. Ich habe es wirklich weitaus einfacher in Erinnerung. Warum schaffe ich das denn nicht mehr? Ist vielleicht der Controller? Bin ich das? Bin ich schon zu alt für diese Spiele? Nein, diesmal nicht, Freundchen.
Ja, ist mir wurscht. Ich habe jetzt einen Tanuki. Also ich habe keinen Verlust gemacht, mein Freund. Haha. Mann! Das ist, wie soll man denn darauf noch reagieren? Das ist ja echt krank. Oh, oh. Nein, 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 das war ein Fehler! Mann! Langsam legt nicht der Level nur auf! Endlich geschafft! Oh mein Gott! Ja, ich musste das jetzt mal schneiden, weil ich hatte langsam die Schnauze voll. Wahrscheinlich wird das jetzt beim zweiten Level auch der Fall sein. Stürzen wir uns ins Verderben. Ja, ein schöner Nachthimmel. Ah, dieses Mal ist es die Wüste bei Nacht. So könnte man es betrachten. Oh je, der Goomba, der war seine Kinder. Ah, ei, ei. Und lauter Feuer-Piranhas, welche aus der Treibsand hervorschießen und ein P-Switch, für der wohl jetzt hier ist. Wahrscheinlich für... Oh mein Gott, wie viele sind denn das hier? Oh nein, die Angry-San! Nicht auch noch die... Was willen die jetzt hier? Verdammt. Oh Gott, das war ein verschwollen viel schwerer Fehler. Verdammt. Schaffe ich es hier durch? Die Angry-San noch dazu? Wie soll man das denn über... Okay, die ist weg. Aber dafür... gerate ich in das Feuer einer scheiß Piranha, mein Gott! Ach, wie eklig und scheiße ist das jetzt wieder? Mein Fresse, ey. Lass ich den scheiß Pidgey... Nein! Mein Gott, ich hab keine Lust mehr! Diese Scheiße hier geht mir langsam schon... am Arsch vorbei. Ah, jetzt muss ich echt schon einen auf Noob tun. Ich weiß, ich bin kein großer Überskiller in diesem Spiel. Hört auf, mich jetzt nur voll zu haten in den Kommentaren. Ich gebe mir ja Mühe, aber irgendwie klappt es trotzdem nicht. Ich kann's nicht besser, okay? Ich habe das halt viel zu lange nicht mehr gespielt. Verdammt nochmal. Was erwartet ihr denn? Es ist noch kein Skill von Himmel gefallen. Mann. Tut mir leid, dass es euch, dass ich da nicht besser spielen kann jetzt aktuell und... Mann! Es regt eh nur auf, dieser Scheiß. Kein Stern mehr. Noch zwei Waschbäranzüge und ein Hammersuit, ansonsten P-Flügel. Aber die P-Flügel möchte ich eigentlich verzichten. Am liebsten würde ich ihn euch schon zeigen, dass er, damit man, womit man dann unendlich, also unendlich fliegen kann damit. Ja, blöde Paragumba und... Alter, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst, ey. Was ist nur heute mit mir los? Sonst so ein großes Fail-Potenzial habe ich noch nie gezeigt. Aber die Stelle ist auch wirklich krank.
Aber die habe ich wenigstens durchstanden. Aber jetzt kommt der wieder. Der nächste. War das jetzt endlich. War es das jetzt endlich mal? Oh mein Gott! Hilfe! Bitte, lass mich jetzt. Nein, lass mich in Ruhe! Nein! Da springe ich als Scheiße vorbei! Direkt auf der Arisan drauf! Das ist doch euer Ernst! Das zählt nicht, Mann! Scheiße! Nein! Mann, ich kann nicht mehr! Die blöden... Ach! Ich kann da echt nicht mehr. Das nervt langsam nur mehr, wenn man da ständig failen muss und... Ich wollte eigentlich an den Scheißblock vorbeispringen! Und nicht... unter ihnen, verdammt noch... Das... Ich weiß nicht, welche jetzt zweimal feuern, welche nicht. Ja, die Angry Sun stört ja eigentlich nicht wirklich, aber ich bin so blöd und... Ach, diese Stelle ist scheiße! Es ist auch wirklich scheiße gemacht, dass es ja auch keinen einzigen Checkpoint in diesem Spiel, in jedem Level gibt. So kann man das auch nicht weitermachen. Hey, wieso? Wieso kann ich nicht fliegen? Gut, dann nehme ich halt den P-Switch. Jetzt kommt er rauf! Mann! Ja, das bringt nichts. Ich schaff's nicht bereits, Idiot! Mann! Ich schneide das jetzt, bis ich den Scheiß wir haben. Verdammt nochmal! Endlich! Meine Fresse! Oh! Ich glaube, das war noch nicht mal alles. Da gibt es, glaube ich, noch ein Level dazwischen. Ja, ein Zwischencastle. Natürlich. Aber wohin diese Röhre führt, ist mir jetzt gerade nicht bekannt. Wahrscheinlich führt es dann nach hinten. Zu der anderen. Darauf wette ich. Ja. Ist also nur so als Deko. Mehr oder weniger. Einen richtigen Sinn dahinter sehe ich gar nicht so. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgenervt, weil, ja. Ihr habt ja gesehen, was da abging. Ich bin jetzt schon ziemlich fertig auf den Nerven und ja, das so aus gutem Grund. Weil mich dieses Spiel jetzt nur noch aufregt. Vor allem diese Levels hier. Die sind doch krank. Ich habe keine Items mehr. Ich habe alles verbraten. Viele jetzt sagen, hey, die sind doch eh nicht so schwer. Ja, das ist mir scheißegal. Für mich sind sie schwer, okay? Und da sind sie es auch. Aus Pasta. Braucht mich jetzt nicht weh, wenn da wirklich wieder so eine Spacko kommt mit irgendwelchen Hater-Kommentaren wie, boah, du stehst ja an, du bist so dumm, bla 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 bla. Ah. Weil dann raste ich total aus, da gibt's wirklich einen Block von mir. Ich rede jetzt natürlich nur mit denen, die was das absichtlich böse meinen. Die was es vielleicht gut meinen wie LOL oder zum oder was auch immer dann. Ja, dann gut, dann ist es gut. Dann passt das schon. Ist auch wieder so ein Rätselcastle, oder? Ich dachte ernsthaft, das wären auch alle gewesen, aber nein. Als Kleiner könnte ich sogar da durchkommen, aber da brauche ich, glaube ich, ein Tanuki, um hier durchzukommen.
Findet man nur Feuerblumen? Also man muss die richtige Tür auf jeden Fall finden. Mit der Zeit. Ich da reinkomme? So, einfach. Ganz easy peasy. Das ist die richtige Tür. Das ist die Tür mit der Lösung aller Probleme. Wahrscheinlich nehme ich doch lieber mal die obere hier, weil die scheint mir schwerer zu erreichen. Der Turm hier ist auch komisch. Alle Turms jetzt, die was auf die Seite gehen, versammeln sich hier. Wow! Und der Tanuki. Gut, den brauche ich wahrscheinlich für die Ziegelsteinblöcke. Ich glaube, ich... Oh nein! Ein Stern? Ja. Ich hätte es da auch durchschaffen können. Verdammt. Hätte ich es jetzt durchgeschafft mit den Tanuki, hätte ich wahrscheinlich schon das Ziel erreicht, obwohl... Ich weiß nicht, wo es jetzt hingeht. Ich lande hier überall irgendwo. Weiß nicht, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Es sind überall diese ganzen Türen, die immer irgendwo völlig random hinführen. Verschwinde. Hepsa. Hoch mit dir, Mario! So. Vielleicht gibt's hier jetzt endlich mal zum Ziel. Nee. Wow, wow, wow. Chill mal. Nein! Ah, nein! Ach, Mann! Jetzt wär's so gut gelaufen. Oh Gott, was ist denn das jetzt für ein krankes letztes Zwischencastle? Weißt du, was das letzte ist? Weil was, ich weiß nicht, was sonst noch auf mich zukommen soll. Krasse Kacke. Okay, das ist nur eine Münze wert. Ich weiß ja nicht, wie es weitergehen soll. Da. Vorsicht! So. Da riskiert man sein Leben für ein Item. Das ist echt verrückt. Hoch da. Und rein da. Dankeschön. Mann! Und man bekommt eh wieder einen Pilz und verliert den auch gleich wieder, weil er unbedingt da lang musste. Verdammt doch mal, diese blöden Pilze, man weiß, die sind echt dreist. Man weiß echt nicht, in welche Richtung sie immer wieder einschlagen wollen. Jetzt komme ich zwar hier durch, aber das bringt auch nichts. Ich habe ja keinen Tanuki. Und hier komme ich auch nicht weiter. Hä? Bin ich jetzt gefangen oder was? What the hell? Toll, das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht, dass ich schon wieder total verkacke. Boah, diese Welt, der regt mich aber jetzt schon auf. Vorher war es noch so chillig und jetzt geht es wirklich ab hier. Ich hätte schon beinahe schon wieder krass gefailt, wow. Alter Schwede, wie ich doch wirklich froh bin, dass in den späteren Mario Games wirklich die Sprungsteuerung weniger schwammig eingestellt wird. So, bitte, jetzt. Ich sag, ohne Treffer, verdammt nochmal. Diese seltsame Kugel. Mann! Ja, wieso komme ich da nicht mehr durch? Was ist denn das? Das ist tatsächlich ein versteckter Block. Noch einer. What the fuck? Ist es, damit ich wieder zurückkomme da oder was? Wahrscheinlich. Ja, irgendwo muss es ja auch weitergehen können. Ich vermute mal, dass er einfach nur diese Tür weiterführt. Weil sonst weiß ich nicht, wie es hier weitergehen soll. Es sind viel zu viele Türenallüren. Ah! Aber die führen eigentlich eh alle weiter. Es sind nur praktische Inzwischenräume. In Wirklichkeit müsste man eigentlich hier an solchen Stellen wie hier eh normal weitermachen können. So, ja, dann mache ich hier einfach weiter. Ganz einfach. Ja, und ich habe meinen Tanuki noch. Was will ich mehr? Da müsste ich jetzt eigentlich dann auch mal Bum-Bum erreichen können.
Schon langsam wird es auch Zeit, dass das geschieht. Das sollte wirklich bald einmal geschehen, dass ich hier weiterkomme. Aber bisher komme ich hier nicht so ganz klar. Das musste ja passieren. Mann! Alter, was muss ich denn hier jetzt machen? Boah, der Part wird jetzt extrem lang. Ich weiß nicht, wie lang der Part jetzt schon wird durch diese Scheißwelt hier, weil ich da ständig failen muss. Geht's mal endlich weiter da! Ich kann auch nicht den Part jetzt dazwischen einfach so beenden. Ich hätte das lieber direkt vor dem Schloss machen sollen, also vor dem Castle. Alter, meine Fresse. Was ich da alles wieder durchmachen muss. So. Und jetzt wieder zurück. Ja, ich weiß ja nicht, wo ich sonst noch lang muss. Hier sind viel zu viele Schikanen, dass man da nicht weiß, wie es weitergehen soll. Oh mein Gott. So, immerhin bin ich jetzt wieder auf einem besseren Stand. Oh mein Gott. Mann, diese Bällen ausweichen, das ist echt Härte. Die nerven brutalst. Ja. Ich weiß dann auch nicht, was das denn für Bälle sein sollen. Diese Dimensionsbälle. Hä? Nee. Wie nannte man sie nochmal? Da gab es doch einen Begriff dafür. Fuck. Hält sich jetzt bestimmt für so cool, was? Like a boss. Bist du jetzt, ne? Ja, hallo. Du stehst mir im Weg. Ja, obwohl, das war gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt habe ich ja einen Tanuki. Ich gehe mal da rein. Wenn ich wüsste, was das hier zu bedeuten hat. Aber es gibt keinen Anhaltspunkt, wie es hier weitergehen soll. Keinen konkreten. Ich wüsste nicht, was ich da machen sollte. Alter, Alter, bitte. Also, hier ist ein P-Switch. Wow. Ja! Ich glaube, das ist das rettende Ziel hier. Hä? Oder bin ich wieder hier? Was zum Teufel? Gerade dann, wenn ich glaube, ein Geheimnis entdeckt zu haben, dann... Oh nein. Ich hoffe, der Buhu... Oh, Gott sei Dank. Nein, nicht schon wieder die! Ich muss das wieder schneiden, weil ich habe keinen Bock mehr. Here I go.
So, endlich geschafft. Mein Gott, das war vielleicht ein Rätsel. Aber jetzt haben wir es endlich durch. Sorry, das war wieder eine schwere Geburt. Na gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, verschieben wir das Ende auf den nächsten Part. Daumen hoch, wenn es trotz der fehlenden Rage-Phasen gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal wieder mit dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein Urcrush für Fick It hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Super Mario Bros. 3. Also, viel Sehen und Tschüss, Leute.